Klaus, ja, gleich zu Beginn auf der Streife geht es richtig zur Sache. Was ist da wichtig? Ja, man sieht, es sind gleich zwei schwere Kurven da am Startweg. Tempo ist schon sehr hoch. Wichtig ist eben die Linkskurven da vor der Mauser fallen, dass man die richtig auf Zug erwischt. Nur Richtung der Macht, dass man dann eben auch gerade oben springen kann, weil wenn man unten korrigieren muss, ist eben sehr blöd. Einer, der genau weiß, wie man auf der Streif gewinnt, ist der Michi Walkhofer. Michi, was sind so die wichtigen Positionen da auf der Streif, um wirklich schnell zu sein und im Ziel danach am Podium zu sein? Ja, eines der wirklich entscheidenden Dinge auf der Streif ist, dass man die Strecke so im Kopf hat, dass man es mit Überzeugung fahren kann. Es ist, funktioniert nicht einmal schauen, was passiert dann auf der Strecke, wer verhält mich, sondern man muss eigentlich, wenn man hinkommt zum Ausfallen oder zur Steilhang einfahrt, man muss wirklich wissen, was man genau in dem Moment zu tun hat und das mit Überzeugung fahren, weil sonst wirst du dann immer hinten nach sein und auch das Tempo aus den Kurven und aus den schwierigen Passagen nie so mitnehmen können. Die Schlüsselpositionen auf der Streif? Ja, im Grunde ist natürlich auf der Streif der Hohlweg relativ unbedeutend, aber extrem wichtig, dass man aus der Steilhang ausfahrt, den ganzen Speed mit rausnimmt, um da auch eine gute Zeit zu machen. Aber klarerweise, die Streif ist sicher die Strecke, die was den größten Mut erfordert. Mutfaktor sozusagen 5 auf einer fünfteiligen Skala, wenn man es so nennen will. Und ja, da muss man gerade so einen Mausefallen, Steilhang ein, Ausfahrt und Hausberg die Passagen wirklich mit Herz fahren. Matthias, auf den Cheftrainer ein Highlight, oder? So eine Streifabfahrt bei dem Traumwetter. Auf alle Fälle. Also wenn man gerade bei der Jurybesichtigung um 7 in der Früh da runterrutscht, alles ist noch dunkel und die Piste ist in einem hervorragenden Zustand. Kommt das wieder so ein bisschen hell hinter die Berge, von dem her ist wunderschön. Natürlich denkt man da schon ans Training denn zum Mittag und das ist immer eine besondere Herausforderung und eine Anspannung natürlich. Was gibt man da den Athleten so mit bei einer Besichtigung? Ja, es sind die Trainer, 10 bis 12 Trainer über die ganze Strecke verteilt und jeder hat eben seinen Bereich, in dem man die Linie vorher, die Trainer zusammen studiert haben und das gibt man dann die Athleten weiter, damit sie das möglichst gut umsetzen. Mit welchem Gefühl verfolgst du da die Rennen und da die Trainings? Ist ja auch immer wieder was passiert da? Ja, man ist natürlich immer ein bisschen angespannt, weil so eine Abfahrt kann doch viel passieren, wenn man einen Fehler macht. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich alles schon fokussiert in Richtung Rennen am Samstag. Und da steht natürlich im Vordergrund, die möglichst optimale Linie zu finden und damit die Jungs eben möglichst schnell schon im Training da runterfahren. Danke. Bitte. Rainer Gstrein, einer unserer Trainer, der glaube ich schon zig Jahre schon hier auf der Streif ist. Was ist so das Besondere an der Streif? Das Besondere an der Streif ist, dass man sich für den Startweg schon überwinden muss. Nicht so wie bei vielen anderen Abfahrten, wo man in die Abfahrt hineinkommt, sondern da geht es gleich richtig zur Sache. Das heißt, mausevolle Steilhang-Ausfahrt. Es ist eigentlich kaum Platz, dass man sich ausruhen kann. Und dann da wie Lerchenschuss und Oberhausberg, Zielschuss, das sind Herausforderungen. Auch wenn man schon jahrelang da ist, braucht man nur mit den Athleten reden. Welche Erinnerungen hast du so an das Ganze, an die letzten Jahre? Ja, Triumphe, Erfolge? Erfolge, Triumphe. Es war natürlich super, wie der Mada Günther da schon gewonnen hat, wie der Strobel Fitz da gewonnen hat, wie der Klaus in Super-G gewonnen hat. Und eigentlich war Kitzbühel von der Piste her immer schon gut, aber so in einem guten Zustand wie heuer habe ich es ganz selten gesehen. Thank you.
Leute, das ist so ein Gefühl, wenn man jetzt da wieder aufschaut auf die Streif nach der Besichtigung. Ja, schön, heute können wir wieder aufschauen. Gestern haben wir wieder aufgesehen. Nice, gut benannt. Gut benannt. Sehr gut. Was sind so die Schlüsselpositionen? Ja, jetzt hat es eben. Ober- Mausefalle, Steilhang. Dann Seidelalm. Kurven ist auch nicht ohne. Und Hausbergkanten. Und Schrägfahrt ist dann eigentlich die Sonne. Das passt das. Aus Oberösterreich, vierfache Medaille in jeder Disziplin Cup gewonnen. Im Ziel mit einer Zeit von 34,7. Benni, wenn man so hinaufblickt, was geht dann da so durch den Kopf? Ja, schon. Große Freude eigentlich. Also natürlich eine Herausforderung. Und es ist natürlich schon immer besonders schwierig, da runterzufahren. Aber so gerade bei so einem Tag wie heute, das Wetter passt, die Pisten passt. Ist schon eine richtige coole Sache, wenn man da runterzieht. Benni, am Freitag feierst du ein Jubiläum. 400 Weltcuprennen. Ja, ich glaube, dass es weltweit wahrscheinlich nicht so oft gibt, oder? Das wird sein. Ich habe jetzt nicht so die genauen Zahlen im Kopf. Das ist eigentlich auch nicht so im Vordergrund vom Rennfahrer. Aber natürlich, selber hat man gar nicht das Gefühl, dass man schon 400 Mal gestartet ist und gefahren ist. Aber trotzdem natürlich die Zahl zeigt, wie lange ich schon dabei bin, wie viel ich gefahren bin. Und ich bin sehr dankbar für alle Rennen eigentlich, für die, die nicht so gut gelaufen sind. Aber es waren ja Gott sei Dank sehr, sehr viele dabei, wo es auch sehr gut gelaufen ist. Danke. Auf Liga 2. Hände aus den